Einen wunderschönen guten Tag und schön hast du wieder eingeschaltet zu Die Siedler 3, fünfte Kampagne. Wir breiten uns ein bisschen aus, wir haben momentan ein bisschen Siedlerprobleme. Wir brauchen unbedingt Siedler, dass wir da unten wieder aufstocken können. Da hat uns vorhin gerade zweimal hintereinander angegriffen. Oh, da ist Gold. Nice. Der blaue und der gelbe, wenn ich jetzt richtig bin mit der Farbe. Da fällt nicht mehr viel. Noch zwei Bretter. Komm, bring mir das letzte Brett hin. Ich brauche das. 60%. Gut. Weil der da ein bisschen köcheln kann, ist das ganz okay. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere schöne Ding hier hinten. Ja, letzte Brett kommt. Nice. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier die Dinge abgestellt haben. Den Förster. Ich nehme noch dafür, dass wir hier die zweite Kaserne aufbauen. Irgendwo hier oder... Kommt er schon wieder oder was? Eine starke Einheit haben wir zumindest noch. So lange halten wir das nicht mehr aus. Oder wir halten es gar nicht mehr aus. Ah, endlich, da kommen Siedler raus. Kann ich pushen? Nein, kann ich noch nicht. Verdammt nochmal. Ich will eigentlich schon das nächste größere in Auftrag geben. Dass sie sich zu weit wegbauen, damit es ein bisschen schneller geht. Hier müssen sie zwar ein bisschen viel graben, aber was soll's. Er greift ja mit normalen Einheiten an. Eigentlich würde es ja reichen. Aber wir haben keine Kohle, das ist das Problem. Aber wir haben jetzt hier Platz vielleicht für... Warum? Ist mir egal, ob das da schön aussieht oder nicht. So, er kann hier Wasser holen. Also wir machen halt mal die erste Welle. Machen dann ein paar draus und dann sollte das gut sein. Hauptsache, wir haben wieder Einheiten unten. Haben wir schon alle Waffen weggeholt da oben? Anscheinend nicht. Sollen wir ein bisschen hier entlang marschieren. Sehr schön. Machen nun mal ein paar. Ein paar viele, sage ich mal. So dass wir safe sind hier unten. Also wieder auf Manuello. Und da unten unterstützen gehen. Juhu. Schnaps ist fertig. Das ist noch von vorhin. Und hier vielleicht das ein oder andere Lazarett hinstellen. Hier hinten, da haben wir gar noch nicht geschaut. Und hier dann vielleicht nochmal eine Reisfarm. Also schön auf grün. Gefunden? Nö. Macht nichts. Habe ich die eigentlich als Lager? Geht es ein bisschen schneller, wenn wir Einheiten brauchen? Oh,
Gut ist, dass wir auch schon Bogenschützen dabei haben. Die müssen da nicht so um die Einheiten herumlaufen. Da haben wir auch schon Stein drin. Aha. Das Zeichen, dass ich langsam den großen Tempel brauche. Den ich irgendwie da oben nichts hinbauen kann. Doch, hier. Ich mache nochmal ein paar Pios. Und mir das Gebiet da hier noch einnehmen. Habe ich dich da angepasst? Ich lasse dich so stehen. So, der Müllt. Die Bäckerei, habe ich die aufgebaut? Rein. Nein, habe ich nicht. Dann drücke ich die halt da rein. Vielleicht können wir da hinten dann vielleicht die Schweinezucht oder sowas machen. Ja, ihr könnt da mal Land einnehmen. Das nächste größte Wohnhaus. Holz ein bisschen schneller geht, kannst du da mitmachen. Das ist wichtig, ein bisschen korrigieren, so in die Ecke rein hier. Lass nämlich wieder was machen langsam. Das hier können wir dann zu Eisen umwandeln. Warte mal, wo ist denn Radius hier? Wenn wir hier einen Fischerhütte hinbauen könnten, wäre das schon mal nicht schlecht. Irgendwie hier. Wunderbar. Dann hier unten vielleicht mal einen Holzfäller. Schön da rein. Der kriegt gerade noch sein eigenes Sägewerk. Ist der Weg ein bisschen kürzer. Na, da findet nur noch Stein. Da unten noch was. Kohle ist ja nicht das Problem, eher das Fressen. Da meinst du? Ja, da hat er gleich wieder was hier. Das passt schon. Und hier wachsen dann auch gleich wieder Bäume. Bau es uns doch mal eine Kohlemine hier hin. Nicht schlecht aus. So, wo ist der Jungspund? Das ist irgendwo hier. Lauf mal da rein. Ich hoffe, ich habe das jetzt mehr in der Kohle abgestellt. Du kannst mal rüber marschieren. Hier haben wir nichts. Dann laufst du mal hier hin. Ist die nächste Prio, die wir haben. Heizen haben wir alles. Eine Schweinefarm. Oh, hier. Ne, eher hier hin. In der Ecke die Schlachterei. Und vielleicht hat hier dann nochmal. Ne, hat es nicht. Ich
Und im Notfall auch hier einen Brunnen nochmal hinstellen. Hat die Bäckerei noch was? Dann ist der da hier halt mehr für die Schweinezucht. Ja, da kann ich noch nichts machen. Hier will ich aber auch nicht komplett blind sein. Ich gehe hier das hin. Nur, dass wir ein bisschen was sehen. Wie gesagt, das andere Zeug aufgedeckt. Hier oben könnten wir vielleicht nochmal eine Fischerhütte hinstellen. Ja. Haben wir dann für den Anfang ziemlich genug Siedler. Jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen bauen lassen. Eine Angel habe ich noch eine. Möchte ich vielleicht noch ein Werkzeug mache im Notfall, dass wir den einfach mal haben. Kann ich hier schon Lazarette reindrücken? Ich weiß es nicht. Nein, kann ich noch nicht. Eisenbahn, aber wir haben aktuell eh Kohleprobleme. Ich reiße das ein und verwandle dann den Stein in Eisen. Ist das da ein bisschen gut funktioniert? Somit kriegen wir auch ein bisschen Bretter über. Jetzt so genau hier, das müsste so hin. So, noch ein bisschen was im Radius ist von ihm. Das hier kann eigentlich auch alles weg. Da könnte eigentlich noch mal ein Holzfäller ran. Da rein, so, weg. Ja, der ganze Fisch geht halt momentan eher zu Goldbergwerk. Über eigentlich die Eisenmine. Okay, das ist plus minus gut aufgeteilt. Passt. Da. Auch alles aufgedeckt. Und auch langsam runter. Nun, ein Fisch. Gut, das ist fertig. Liegt mir nichts, hier jetzt gerade in Eisen umzuwandeln, ne? Bretter. Komm. Randa. Jetzt kann ich mit dem einfach mal ein normales Wunder wirken. Besser kommt ja ein bisschen Nahrung raus, aber ich eher für Eisen oder für die Verteidigung das Schild für die Krieger machen. Da muss ja noch ein Mönch sicher hier runter. Mindestens einer. Du kannst mal hier hin marschieren. Der Brunnen braucht ja noch ein Bretter. Das hier und das hier muss Prio haben. Den 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ich glaube, aktuell sehe ich genug Siedler.
Ah, guck an. Haben wir schon mal bessere Schwertkämpfer. Gut, dass eine Brett kommt, das ist perfekt. Braucht 6 Bäckerei. Da bist du ja. Nehmen wir ein und dann schicke ich sie hier auf die Seite irgendwo hin. Die da machen das von selbst. Ja, nicht, nicht jetzt wo mehr anders hin. Ich glaube, es ist ja nur noch die Zunge darüber. Ob ich da mit Schiffen arbeiten werde, weiß ich noch nicht. Die haben das auch gleich eingenommen. Ich habe den Holzfäller. Da kann sich dann mal wirklich schön um das hier kümmern. Neun Bretter, ha? 1, 2, 3, 4. Okay, ne, die kommen dahin. Ist auch gut. Haben wieder ein bisschen Kohle. Springen so viele Fische rum. Na, dann musst du halt ein Stück laufen. Egal. Zwei Fische werden gebaut. Da habe ich eins zu wenig. Ich glaube, es ist eine Angel. Mal 3. Immer noch 7 Bretter. Ich habe noch 4. Da ist fleißig am Schöpfen. Und was wir noch sonst noch finden. Irgendwie noch ein Bauer, der rumsteht, oder zwei Sensen haben wir noch. Passt eigentlich, da ist doch was. Der da rumsteht. Nochmal 2, 3, dann noch ein Brett und dann haben wir es. Ja, mit der Wirtschaft tappert es ein bisschen. Ah, willst du noch was? Zwei Bäume. Aha. Ach komm, da hinten muss doch was sein. Nope, anscheinend nicht. Lauf mal darüber. Wir haben jetzt auch ein bisschen Platz. Yes. Hier ein Lazarett hin. Ein Lazarett plus ein Spähturm. Ein bisschen mehr sehen. Mal darüber marschieren. Mönch. Was hat er eigentlich? Reinfluch hat er, göttliches Schild, Hilfe Beiruf. Mach einfach das mal.
Rot. Ja. So, dass eh wieder dauert, bis da was ready ist. Ich bin manchmal da in die Ecke runter. Brot und Waffen. Gespeichert. Autospeicher, aber ich speichere jetzt mal automatisch nochmal, also manuell. Eine Zucht. Naja, lohnt sich hier nicht richtig, ja? Ist die Holzfälle, bitte. Weißt du was, dich ziehe ich ab und du kannst da hinten noch ein bisschen einnehmen. Die da sind auch fertig. Geh mal darüber. Ist zwar nicht viel zu holen, aber... Mach da mal zu. Dann den Rest hier hinten holen. Mit zwei Land einnehmen. Lass ich mal. Gut, Mönchi kommt. Waffen wurden alle schon weggetragen. Nice. Becker kann auch arbeiten. Aber einen weiten Weg bis da hinten hin. Gibt auch sein Bestes da. Keiner rausgekommen, ne? Oh. Mach hier noch ein Lagerhaus hin. Los. Eins. Damit, dass wir das Gold auch wegtragen können. Ich weiß, wir lagern auch den Stein ein, aber ist ja auch nicht schlecht für die Eisenbahn. ...141 Siedler. Lass mal da einmal schauen, wo er ist eigentlich. Degen haben wir ja noch. Kannst du weitermachen? Lagerhaus. Was? Kohle, Kohle, Kohle. Brot ist für alle gleich viel. Der Schinken. Goldmine mehr. Ein bisschen. Die Gleichberechtigung. Machen wir lieber so. Obwohl, die Eisenmine habe ich ja nicht mehr.
Wo ist er? Hier. Lassen wir noch weiterarbeiten, bis das ganze Eisen weg ist. Ach, könnte ich die eigentlich einreißen? Wasser gescheffelt. Das ist ein Lager. Dann wollte ich hier noch... Huch, jetzt hingetaucht. Ich dachte gerade, das Spiel wäre abgestürzt. Hier hätte ich doch gerne mal einen Brunnen. Das passt. Lass ich so stehen. Tiefe von 55. Da muss ich nicht sein, dann ist ja eigentlich totes Land. Eigentlich bin ich ja doof, oder? Mach ich das lieber hier unten. Ne, eh nichts drauf bauen. Da hinten ist ja auch nichts Besonderes. Da mal nach Rohstoffen. Wird doch irgendwo noch einer haben eigentlich. Rein dahin. Mal da unten noch ein bisschen suchen. So, die sind noch nirgends, ne? Nochmal Gold. Gold interessiert mich nicht. Eins reicht für mich komplett aus. Ich brauche einfach Kohle an Massen. Komm, wenn ich frage, der gewinnt nicht. Kohlemine. Oh, hier. Gut, lass sie da aufhören. Aha. Ist hier auch bald fertig. Hier da. Land einnehmen. Alle. Nochmal drauf zur Sicherheit. Da hinten uns egal. Von hier hin. Weggeschickt? Seltsam. Ja, bitte. Ja, ja, ja. Ja. Da. Da habe ich keinen Steinmetzer. Ist aber, das ist ein Forsthaus. Gemeint, weil das sieht fast aus wie ein Forsthaus. Hm. Arbeite zumindest mal fleißig. Bald Stein zu Eisen machen. Den
den da mal hoch. Gut, der Säger kommt. Kannst mal hier schauen. Die Bogenschützen. Voran, es geht voran. Wenn wir dann das noch haben und dann noch Schweinchen kommen, umso besser. Dann wieder nochmal Kohle. Jetzt kann ich hier unten nochmal eine Schnapsbrennerei aufbauen. Und das reißt nämlich von da hier unten hin. Aha, hier haben wir ihn. Er hat schon ziemlich starke mittlerweile. Da hinken wir noch ein bisschen hinterher. Dann baue ich hier nochmal eine Kohlemine hin. Eine Destille irgendwo. Irgendwo vielleicht hier an dem Rand. Der Förster soll das da oben zuerst wegmachen. Dann mache ich hier nochmal so ein Öffstille, wo man buddeln kann. Wandelst du mir das hier um? Oh, wir haben hier genug Eisen. Das erste. Jungs. Auf ihn! Okay, das Lazarett muss unbedingt gemacht werden. Sonst wird er gedowngradet. Naja, jetzt halt. Es ist halt so. So, raufel das Eisen runter. Fünf Bretter, 1, 2, 3, 4. Fünfte kommt auch. Dann mache ich hier nochmal eine Reisfarm hin. Ich frage mich wirklich, wo die Dinger hier hin sind. Wirklich weggeschickt? Hier ist er. Also müssen wir das Land da bis unten mal ein bisschen einnehmen. Weiß ich hier noch ein zweites hinbauen. So. Hat hier irgendwie vielleicht schon mal eine zweite Reisfarm Platz? Man muss da relativ weit laufen, die Bäume hier müssen noch weg. Da. Die da oder die da? So, wurde auch weggetragen.
Wie gesagt, wir machen das Ganze ohne Schiffe. Nur noch ein. Nun komm mal hier hin. Dahin. Peter kann das alleine weitermachen. Bis weit darüber müssen wir nicht. Kriegen wir noch reichlich Land über. Ja, sind nur noch die Schwachen. Verdammt. Starken haben sie getötet. Ein Bogenschütze, komm mal dahin. Die Bäume verschwinden hier langsam. Ja, kurz da was stehen lassen. Ah, kam wohl ein Dieb hierher, oder? Sachen stehen bereit. Kann nicht mehr schmieden, weil er keinen Platz mehr hat. Aha. Habe ich hier noch eine Kaserne hin? Muss ich halt die Waffen runtertragen, aber ey. Wie? Wo denn? Dinger weg von meinen. Da sind aber viele, ja. Nicht einzeln angreifen. Runter. Ein gelbes weg. Rotes weg, gelbes weg. Sieht nach. Mönch, die Sau. Aber bis der da ist, gibt's auch nichts mehr. Ja, jetzt ist es zu spät, du Honk. Mann! 93. Aha, da schleicht noch einer rum. Er schießt ihn! Sehr schön. So, aber jetzt alle da schön. Ich habe ein Pulverhaus gebaut. Habe ich hier ein Pulverhaus gebaut? Ist auch ein Pulverhaus. Nein! Ich Depp. Oh Gott! Unglaublich. Nein! Aha. Dumm und dämlich. Ah, fertig machen bitte hier. Das gibt's doch nicht. Aha. Die Angel. Da müssen wir drauf warten. Dann kommen die Angeln, die sind ja schon bereitgestellt eigentlich. Wenn man jetzt auch ein paar Waffen auf der Seite hat, können wir da mal hier sowas machen. Eigentlich wollte ich hier einen Brunnen hinbauen. Habe ich denn da irgendwo hier hin vielleicht? Besser. Da baue ich Pulverhäuser. Ich glaub's nicht, hä? Aber immer noch 136 Siedler. Nee,
nächste Mönch. Den schicke ich auch runter. Wieder ein Einzelner. Wieder ein Einzelner. Geh weg! Wir schauen, ob wir die Einheiten dann weiter runterziehen mit der Zeit. Gut, den haben wir auch erledigt. Land einnehmen. Sehr schön. Mach ich nur zum Aufdecken. Gut, ist das hier dann auch mal erledigt. Hier scheint es jetzt genug Platz zu haben. Holst du mal dann die goldene Mitte bei dir. Oh, sieht schon besser aus. Muss halt ums Haus rumlaufen, ist mir egal. Nice. Nichts riskieren. Mit meinen Pionieren, die haben dir nichts getan. Genau, lass dich abschießen. Es ist fertig, Gott sei Dank. Mal ein bisschen heilen. Gut, hier wird Gold angelagert. Die Eisenbahn wird fleißig weggebracht. Wisst ihr was? Jetzt halt für ein schönes Wunder. Die Brot und Eisenbahn. Das nächste ist dann wieder. Wandeln wir das hier. Wir haben zwar noch 3 Stacks. Die laufen davon selbst hin. Dazu habe ich da ein bisschen Zweifel an denen. Gut, aber wir sind eh schon über der Zeit. Ich sag mal wieder, ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es heißt Die Siedler 3. Ciao zusammen.